Das ist Marie. Marie hat ihre Matura erfolgreich absolviert und möchte nun Mathematik an einer technischen Universität in Österreich studieren. Nachdem sie sich einen Überblick verschafft hat, beschließt Marie, ihr Studium an der Technischen Universität Graz zu machen. Doch wie wird sie Studentin der TU Graz? Auf der Homepage der TU Graz kann Marie alle nötigen Schritte schon mal in Ruhe durchlesen, damit sie keine wichtigen Punkte übersieht oder Fristen versäumt. Da Mathematik an der TU Graz keine Zugangsbeschränkung hat, muss Marie vorab keine Tests oder Prüfungen absolvieren. Um ordentliche Studentin der TU Graz zu werden, muss Marie 4 Schritte erledigen. Erstens die Voranmeldung. Zweitens die Vorsprache im Studienservice. Drittens Einzahlen der Studienbeiträge und viertens Erstellen des TU Graz Online-Accounts. Mit der Voranmeldung gibt Marie der TU Graz bekannt, dass sie beabsichtigt, hier zu studieren. Bei der Voranmeldung werden die wichtigsten Angaben zur Person erfasst. Die Voranmeldung erfolgt ausschließlich online und kann nur in einem bestimmten vorgegebenen Zeitraum durchgeführt werden. Marie startet die Voranmeldung mit der Registrierung des sogenannten Basisanwenders im TU Graz Online, dem Informationsmanagementsystem der TU Graz. Dazu muss sie ihren Namen und ihr Geburtsdatum eintragen. Damit Marie wichtige Nachrichten im Zuge ihrer Voranmeldung an der TU Graz erhält, muss sie auch an dieser Stelle eine gültige E-Mail-Adresse angeben. Nach Bestätigen der Eingaben und Abschicken der Daten erhält Marie eine E-Mail an die von ihr angegebene E-Mail-Adresse und kann mit dem darin befindlichen Link den Zugang zum TU Graz Online aktivieren. Nachdem die E-Mail-Adresse durch Klicken des Links bestätigt wurde, wird Marie aufgefordert, einen Benutzernamen und ein Kennwort zu setzen. Marie überlegt sich ihren Benutzernamen sehr genau, denn dieser kann im Nachhinein nicht mehr geändert werden. Sollte Marie einmal an der TU Graz arbeiten, so wird sie den gleichen Benutzernamen haben, den sie jetzt bei der Erstellung ihres Zugangs eingibt. Von besonders kreativen Namen ist somit ernst gemeint abzuraten. Die Registrierung des Basisanwenders im TU Graz Online ist damit abgeschlossen. Nun gelangt Marie zu ihrer persönlichen TU Graz Online Visitenkarte, auf der sich ein Link namens Bewerbungen befindet, über den sie sich zum Mathematikstudium anmelden kann. Dazu klickt Marie zunächst auf Bewerbungen, weiters auf Bewerbung erfassen und wählt danach das Semester ihres Studienbeginns aus. Nun wählt Marie ihr Studium aus. Mit Mathematik wählt Marie ein sogenanntes Navi Graz Studium. Navi Graz ist eine Kooperation der Karl-Franzens-Universität mit der TU Graz in naturwissenschaftlich orientierten Studien wie zum Beispiel Mathematik und wird von beiden Universitäten gemeinsam durchgeführt. Deshalb müssen Navi Graz Studierende sich auch an beiden Universitäten anmelden. Nach der Studiengangsauswahl gibt Marie noch weitere Daten an: ihre Sozialversicherungsnummer und Staatsangehörigkeit. Als nächstes gibt Marie ihre Postadresse ein. Dem Universitätsgesetz Genüge getan, werden von Marie noch weitere Angaben erhoben, welche für statistische Auswertungen verwendet werden. Damit Marie schnell eine TU Graz Card bekommt, lädt sie hier ein entsprechendes Bild von sich hoch. Die TU Graz Card ist der Ausweis für Studierende. Zuletzt wird nach Maries Deutschkenntnissen gefragt. Am Ende der Voranmeldung bekommt Marie nochmal alle ihre Angaben angezeigt. Sie bestätigt die Richtigkeit der Angaben. Die Voranmeldung ist abgeschlossen. Nun informiert sich Marie noch über den nächsten Schritt der persönlichen Vorsprache beim Studienservice der TU Graz.
Und das ist die Technische Universität Graz. Zumindest das Hauptgebäude der so bezeichneten Alten Technik in der Rechbauer Straße 12. Neben der Alten Technik gibt es noch die Neue Technik und den Campus Infeld. Die Studienservicestelle ist jedenfalls in der Alten Technik, erster Stock. Marie vergewissert sich nochmal, ob sie alle Unterlagen bei sich hat. Das sind ein gültiges Reisedokument oder der Staatsbürgerschaftsnachweis in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis, das Reifeprüfungszeugnis oder der Nachweis der Studienberechtigungsprüfung und bei weiterführenden Studien der Nachweis des Studienabschlusses sowie ein Nachweis allfälliger Zusatz- und Ergänzungsprüfungen. Die Bediensteten des Studienservice überprüfen Maries Unterlagen und Angaben. Ist alles in Ordnung, wird für Marie ein neuer Akt angelegt. Dies erfolgt in Form der traditionellen grünen Mappe. Damit bekommt Marie nun auch ihre Matrikelnummer. Die grüne Mappe bleibt im Studienservice. Maries Unterlagen darf sie wieder mitnehmen. Nun erhält Marie noch eine Zahlungsanweisung zum Einzahlen des Studienbeitrags und des ÖH-Beitrags. Die ÖH ist die österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft. Maries neue gesetzliche Interessenvertretung für alles rund ums Studium. Damit ist Maries Vorsprache im Studienservice schon fast fertig. Ihr fehlt nur noch die TU Graz Card. Da Marie bei der Voranmeldung ein Bild hochgeladen hat, kann ihr die TU Graz Card gleich ausgehändigt werden. Marie unterschreibt dazu eine Übernahmebestätigung und eine Tür weiter bekommt sie damit ihre persönliche TU Graz Card. Somit hat Marie den zweiten Schritt auf dem Weg zur Studentin an der TU Graz erfüllt. Nachdem Marie ihre Beiträge eingezahlt hat, erhält sie frühestens 3 Tage danach eine E-Mail an die von ihr in der Voranmeldung angegebene E-Mail-Adresse. Diese E-Mail enthält neben Maries Matrikelnummer auch einen PIN-Code, mit welchem Marie ihren persönlichen TU Graz Online-Account erstellen kann. Wozu braucht sie diesen Account und was ist das TU Graz Online-System überhaupt? Dazu später. Marie muss sich noch das Gültigkeitsdatum auf ihre TU Graz Card drucken lassen. Dies kann Marie an sogenannten Verlängerungsstationen an der TU Graz machen. Das Studienservice gibt gerne Auskunft über die genauen Standorte dieser Stationen. Übrigens, Einzahlung der Beiträge und Aktualisierung des Gültigkeitsdatums müssen jedes Semester durchgeführt werden.